Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, geht es heute um Nägel. Und zwar habe ich mir wieder ein neues Gel-Nägel-Set gemacht und das möchte ich euch heute zeigen. Und ich würde mal sagen, starten wir los und ganz viel Spaß mit dem Video, meine Lieben. Bevor man startet, sollten die Hände natürlich sauber und trocken sein, am besten auch desinfiziert. Mit dem Nagelhautschieber, was natürlich der Name schon erklärt, schiebt man die Nagelhaut vorsichtig. Meine Freundin hat mir gesagt, vorsichtig zurück, weil ich habe, glaube ich, in einigen Videos schon ein bisschen das ein bisschen härter gemacht, aber sie hat mich geschimpft und hat gesagt, das muss man wirklich vorsichtig machen. Also meine Freundin, die Janine, die ist professionelle Nageldesignerin und die hat mir das gesagt. Also könnt ihr auf mir vertrauen. Nagelhaut wirklich zurückschieben, das ist nämlich sehr wichtig, damit sich das Gel, wenn das dann aufträgt, hier nicht daran irgendwie so ja, festhält und dann bilden sich diese unnötigen Bläschen und die wollt ihr bestimmt nicht haben. Dieser Schritt ist eigentlich eher optional, finde ich, aber ich habe mir das auch bei meiner Freundin wieder abgeschaut und es ist einfach mit dem Nagelfräser, mit dem richtigen Aufsatz, macht man hiermit eigentlich nur mehr die durchsichtige Nagelhaut weg. Das gibt einen zusätzlichen Schutz, damit sich einfach keine Liftings bilden, falls ihr mit dem ja, Gel, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen zu nahe an der Haut ankommt. Mit dem Buffer habe ich dann ein bisschen den Naturnagel so angefeilt, um den ganzen Glanz ein bisschen wegzunehmen und ihn ein bisschen rauer zu machen. Aber das bitte auch ganz vorsichtig und halt nicht so wild und nicht so extrem. Also nur ganz, ganz vorsichtig. Mit der Nagelbürste dann den ganzen Nagelstaub, der sich jetzt durch das ganze Anbuffern ein bisschen gebildet hat, ganz sauber wegmachen. Bei der Nageltippswahl solltet ihr genau sein, also nehmt euch da wirklich ruhig Zeit und probiert mehrere Größen aus. Und ich kann euch einen Tipp geben, falls es eure genaue Größe hier nicht geben sollte, nehmt lieber einen größeren und feilt den dann ein bisschen kleiner, als einen zu kleinen zu nehmen. Dann ausreichend Kleber auf den Tipp geben, natürlich nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig, das soll auch gut halten. Und beim Ankleben wirklich gut draufdrücken, damit sich keine Luftbläschen bilden und damit er natürlich auch haltet. Mit dem Cutter dann die Tipps auf die gewünschte Länge runterkürzen und tada! Ja, und jetzt geht's ans Feilen. Jetzt muss nämlich dieser hässliche Übergang weggefeilt werden, nämlich dieser Übergang von dem Tipp zu dem Naturnagel, weil das muss nämlich so soft und eben ausschauen, als würde es nämlich euer Nagel sein. Und da muss man einfach schön vorsichtig, damit man den Naturnagel nicht verletzt, immer über den Tipp drüber fahren. Aber bitte vorsichtig. Und natürlich muss der Tipp ja noch in Form gefeilt werden und da ist es ganz an euch, welche Nagelform ihr momentan am liebsten tragt. Der Primer kommt natürlich nur auf den Naturnagel und wenn ihr ein bisschen den Tipp berührt, ist glaube ich auch kein Drama. Dennoch solltet ihr den gut austrocknen lassen und der Primer hat einfach diesen Zweck, dass er hilft, dass der Nagel nicht so schnell wieder fettet. Hier habe ich mit dem Cuccio T3 LED Gel mir eine dünne Schicht aufgetragen. Das ist eigentlich ein Aufbaugel, aber das ist so ein cooles Gel, das kann man überall verwenden und ich habe es hier einfach als Haftgel verwendet. Da ich leider nicht mehr so viel habe und es wahrscheinlich nicht gereicht hätte, um meine beiden Hände, meine 10 Finger damit einfach aufzubauen, deswegen habe ich es in diesem Fall nur als Haftgel verwendet. Für
Für den Aufbau der Gelnägel habe ich dann mein Crystal Nails Gel wieder zur Hand genommen. Ich habe das schon etwas länger, habe es aber länger nicht mehr benutzt, weil ich immer gedacht habe, dass das nur unter der Röhre aushärtet. Aber anscheinend härten alle Crystal Nails Gele auch in der LED-Lampe, was natürlich sehr vorteilhaft ist, weil in der LED-Lampe geht es wahrhaftig schnell. Ja, wie ihr gesehen habt, verwende ich als Cleaner einen acetonfreien Nagellackentferner, weil der macht es auch. Und hier habe ich einfach sorgfältig überall bei den gesamten Nägeln die Schwitzschicht entfernt und anschließend wieder feilen. Und zwar wird einfach die Unförmigkeiten, die sich natürlich bilden können beim Aufbau, zurechtgefeilt. Einfach irgendwelche Wölbungen, die entstanden sind, Ungenauigkeiten, die einem vielleicht ins Auge stechen und nicht gefallen, die werden hiermit dann zurechtgefeilt. Nachdem ich den Nagelstaub entfernt habe, habe ich hier einfach mit meinem Couture Venea Gelack in der Farbe, die Farbe heißt Tel Aviv, das ist so ein beige-grau, kann man fast sagen. Es schaut manchmal beige und manchmal grau aus, also weird, aber ich mag das so gerne, weil das ein bisschen nude ausschaut und ein bisschen neutral und das mag ich sehr, sehr gerne und das habe ich mir hier aufgetragen in zwei Schichten, aber hintereinander, das heißt einmal auftragen, austrocknen lassen in der LED-Lampe, dann wieder die zweite Schicht. Auf den Ringfinger, den ich ja farbmäßig ausgespart habe, wie man schon erkennen kann, habe ich nur eine ganz dünne Schicht Topcoat aufgetragen. Ich habe mir hier so eine kleine Unterlage genommen, so ein kleines Papierstück, damit ich ganz einfach dann den Überschuss, den ich hier quasi schon mitschütte, einfach ganz easy wieder reinschütten kann in meinen Behälter und wie ihr sehen könnt, habe ich hier wirklich großzügig und überall den Glitzer verteilt, damit ich auch sicher bin, dass der Finger halt richtig, nicht der Finger, der Nagel voll eingedeckt ist. Den überschüssigen Glitzer habe ich dann runtergeklopft mit einem Finger und dann kann schon zum Aushärten. Zum Schluss habe ich dann noch die gesamten Nägel mit dem Topcoat versiegelt. Zuerst habe ich natürlich die gemacht, die den Shellack drauf hatten. Beim Glitzernagel habe ich dann etwas mehr Topcoat aufgetragen, weil ich das Ganze ein bisschen glatter und schöner haben wollte und nicht so rau. Deswegen habe ich hier so ein bis zwei Schichten halt aufgetragen, sodass ich halt von dem rauen Glitzer gar nichts mehr spüre. Ja, meine Lieben, und das sind meine Nägel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!